jetzt haben wir noch ein... einen allerletzten Talk von Sandra Mamic, auch von der DigiGuess, und zwar zum Passenger Name Record Abkommen, einer ja, Fluggastdaten, Vorratsdatenspeicherung über 15 Jahre, die ja leider nicht so viel Aufmerksamkeit erhält, wie das Abkommen haben sollte. Klappt's? Eigentlich schon. Zumindest bei mir. Okay. Einen Moment. Ich habe ein paar Screenshots. Deswegen wäre es ganz praktisch, wenn wir auch eine Präsentation hätten. So. Jetzt. Sehr schön. Okay. Hallo? Bitte? Moment. Jetzt. Ah, perfekt. Ist ein bisschen breit gezogen, aber das macht euch ja nichts aus. Okay, also auch Fluggastdaten, Vorratsdatenspeicherung ist ein wichtiges Thema für DigiGuess und für den AK-Vorrat, für den ich auch aktiv bin. Wir haben uns damit seit November, oder schon eher natürlich, aber als DigiGuess seit Oktober, November beschäftigt, wo wir auch eine Veranstaltung hier in Berlin gemacht haben, in der Seabase. Und da war Edward Hasbrook, einer der PNR-Experten, einer der Fluggastspeicherungsexperten in Berlin. Wir haben ihm unter anderem ermöglicht, sich mit Schnarre zu treffen und seine Bedenken zu äußern. Und das war für uns auch ein Grund, unter anderem, aber auch natürlich, weil Fluggastdaten, Vorratsdatenspeicherung was Böses ist, noch eine Kampagne gegen das Abkommen vorzunehmen. Jetzt ist es natürlich weg. Vielleicht hat es jemand von euch mitbekommen. Und zwar haben wir das ACTA-Tool, das ihr wahrscheinlich alle noch besser kennt, adaptiert an die Fluggastvorratsdatenspeicherung, an das Fluggastdatenabkommen und haben hier die Leute dazu aufgerufen, eben auch wieder ihre Abgeordneten anzurufen und anzumailen und uns zu sagen, was die Abgeordneten ihnen antworten zu dem Abkommen. Es gibt einige Gründe, die wir aufgezählt haben auf der Seite, warum man sich gegen Fluggastvorratsdatenspeicherung aussprechen sollte. Und zwar ist das zum einen, dass diese Daten, die dort gesammelt werden, 15 Jahre auf Vorrat in den USA gespeichert werden. Was halt absolut überhaupt nicht geht, wenn man 6 Monate Vorratsdatenspeicherung von Kommunikationsdaten schon ablehnt und vom Verfassungsgericht kassiert bekommt, dann sollte man eigentlich gar nicht erst anfangen, darüber nachzudenken, 15 Jahre Reisedaten zu sammeln. Das ist einfach völlig abwegig. Da werden ganz viele verschiedene Daten gesammelt und aufbewahrt. Das sind zum einen zum Beispiel Kreditkarteninformationen, Essenspräferenzen, Informationen zum Gesundheitszustand, alles Mögliche, mit wem man zum Beispiel auch ein Hotelzimmer gebucht hat, falls man das über den Reiseveranstalter gebucht hat. Und ja, es ist einfach total unverhältnismäßig, sowas im Bereich Terrorismusbekämpfung vorzunehmen. Zum anderen ist die Forderung des Europaparlaments, die eine Resolution zur Fluggastdatenspeicherung veröffentlicht haben, völlig ignoriert worden. Das heißt, das Europaparlament hat bestimmte Forderungen gestellt, wie zum Beispiel Profiling muss ausgeschlossen werden. Das heißt, eine Rasterfahndung, wie sie in Deutschland sowieso verboten ist, durch das Bundesverfassungsgericht in ganz, ganz engen Rahmen nur erlaubt wurde, ist einfach durch dieses Abkommen nicht ausgeschlossen. Es wurde nicht behandelt. Es haben sich andere auch dagegen ausgesprochen, wie zum Beispiel die Artikel 29-Gruppe, das ist die Datenschutzbeauftragtengruppe in Europa, und natürlich Initiativen wie NoPNR, wie der AK-Vorrat, wie EDRI. Also es gab ganz viele Leute, die sich dagegen ausgesprochen haben. Und die ganzen Forderungen des Europaparlaments wurden halt in den Verhandlungen nicht weiter beachtet. Es wurden minimale Verbesserungen vorgenommen, die einfach das ganze Abkommen in seiner Unverhältnismäßigkeit nicht verbessert haben. Zum Beispiel sorgt das Abkommen auch nicht für Rechtssicherheit aller EU-Bürger. Das heißt,
die USA können die Daten abgreifen von den Datenbanken. Die haben einen, ja, sozusagen einen Root-Zugang zu den europäischen Datenbanken und man kann sich dagegen kaum wehren. Man kann danach, wenn man zum Beispiel durch die Rasterung auf einer No-Fly-Liste steht, das heißt, dass einem verboten wird, in die USA einzureisen, kann man zwar versuchen, sich zu wehren, aber es ist sehr, sehr schwer, von so einer Liste wieder runterzukommen. Und da kann man auch schon landen, weil man zum Beispiel den gleichen Namen oder und das gleiche Geburtsdatum hat oder sowas. Und ein vierter Punkt ist, dass das Abkommen eine Richtungsentscheidung darstellt. Das heißt, es werden jetzt weitere Abkommen geschlossen zur Fluggastvorratsdatenspeicherung. Zum Beispiel wurde bereits eins mit Australien abgeschlossen und es werden weitere Drittstaaten Abkommen haben wollen. Und was noch viel interessanter ist, dass es jetzt auch bald ein europäisches Abkommen geben soll. Das heißt, die Europäische Union hat ein Abkommen, dass die Fluggastdaten der europäischen Bürger, wenn sie ins Ausland reisen, erfasst und speichert in einer zentralen Datenbank. Und dieser Vorschlag von der EU-Kommission wurde jetzt schon ans Europaparlament geschickt. Das heißt, wenn dieses Abkommen mit den USA verabschiedet wird, mit seinen sehr negativen und sehr weitreichenden Bestimmungen, dann ist es sehr wahrscheinlich, dass auch die Bestimmungen, die im Europaparlament dann für oder in der Europäischen Kommission für das europäische Abkommen geschlossen werden, sehr schlecht sind, weil einfach man ja nicht argumentieren kann, warum eine europäische Vorratsdatenspeicherung von Fluggastdaten weniger intensiv und invasiv und eingreifend sein kann, als eine, die in die USA geschickt wird. Das ist relativ schwierig. Wir haben alle diese Gründe noch viel ausführlicher behandelt auf der Webseite und auch bei unserem Kampagnenpartner NoPNR, der Initiative gegen Fluggastvorratsdatenspeicherung, findet ihr noch viel tiefgehendere und viel auch weiter in die Vergangenheit zurückreichende Informationen über die Verhandlungen. Wir haben dieses System, womit wir eben auch gegen ACTA vorgegangen sind, auch an unsere Partner in Österreich weitergeleitet, weitergegeben, den Code. Das heißt, wenn ihr Organisationen in anderen Ländern kennt, die auch zum Beispiel sich gegen Vorratsdatenspeicherung, gegen Fluggastdatenspeicherung oder auch gegen ACTA oder gegen irgendetwas anderes einsetzen wollen, dann geben wir gerne diesen Code weiter. Und was uns ja vielleicht auch ein kleines bisschen gefreut hat, die Politiker haben es auch wirklich gemerkt, dass diese Seite existiert. Wir haben ja dazu aufgerufen, dass jeder Bürger, also wir alle gemeinsam den Leuten, den Abgeordneten E-Mails schreiben sollen und anrufen sollen und uns dann die Antworten zurückschicken sollen, wie die Abgeordneten gegen oder für das Fluggastdaten-Vorratsdatenspeicherungsabkommen abstimmen. Und es haben halt nicht alle Abgeordnete sofort geantwortet oder wurden teilweise auch nicht angesprochen, weil wir dazu aufgerufen haben, besonders die SPD-Abgeordneten anzurufen und zu benachrichtigen, weil die besonders wackelkandidatig waren. Das heißt, wir haben jetzt von der CDU nur eine Rückmeldung bekommen, obwohl da natürlich sehr, sehr viele für das Abkommen sind. Wir haben von den SPD-Leuten teilweise auch keine Rückmeldungen bekommen. Und wir haben vor allen Dingen Rückmeldungen von denen, die gegen die Fluggastvorratsdatenspeicherung sind, bekommen. Was natürlich ist, weil Politiker sich natürlich gerne positiv darstellen. Das heißt, wir gehen mal weiter runter. Das sind noch sehr, sehr viele. Wir haben 99 deutsche Abgeordnete im Europaparlament. Und hier seht ihr jetzt, wie das aussieht, wenn wir eine Antwort bekommen haben. Da sind einige SPDler dabei, einige FDPler, Linke und Grüne. Und besonders Büti hat halt zum Anfang keine Antwort geschickt gehabt, beziehungsweise wurde einfach nicht gefragt von den Leuten, weil es bei den Grünen sowieso klar war, dass sie gegen das Abkommen stimmen.
Das heißt, er hat es gesehen, dass er da aufgeführt wurde als Wackelkandidat, was für uns die Bezeichnung war, hat noch nichts gesagt, ist uns noch nicht bekannt, ist noch kein Zitat vorhanden und hat uns dann gleich als verleumderische Arschlöcher bezeichnet, was wir natürlich nicht ganz so nett finden. Genau. Aber er hat sich dann schlussendlich doch mal irgendwann entschuldigt und uns auch gesagt, dass er gegen Fluggastdaten, Vorratsdatenspeicherung abstimmen wird. Und wir haben mal den ganzen grünen Abgeordneten auch eine E-Mail geschickt und ihnen das ganze System erklärt. Weil uns ist es halt besonders wichtig, dass wir ermöglichen wollen, dass alle Leute auch mal ihre Abgeordneten anschreiben oder anrufen und nicht, dass wir die Abgeordneten anschreiben und sie danach fragen, weil das können wir auch alleine. Dazu brauchen wir nicht dieses System. Genau. Wir haben also dazu aufgerufen, die SPD anzuschreiben und die alle Abgeordneten dieses Ausschusses, in dem die Fluggastvorratsdatenspeicherung zuerst abgestimmt wurde, anzuschreiben. Und die Abstimmung ist dann letzte Woche gewesen. Und entgegen der Empfehlung der zuständigen Berichterstatterin in dem Ausschuss, die eben dem Parlament die Empfehlung gibt, ob sie pro oder contra oder was sie noch verändern sollen oder so, den Bericht eben schreibt, haben sich 31 Abgeordnete des Innenausschusses im Europaparlament für das PNR-Abkommen ausgesprochen. Contra waren nur 23 Stimmen und eine Enthaltung. Das heißt, die konservative Fraktion hat dafür gestimmt, die Grüne, Linke und die liberale Fraktion haben dagegen gestimmt, also gegen das PNR-Abkommen, und es gab eine Enthaltung. Und was uns besonders traurig macht, ist, dass von der SPD, also von der sozialdemokratischen Fraktion, ungefähr die Hälfte für das Abkommen gestimmt hat und damit dieses Ergebnis möglich gemacht hat. Das heißt aber auch, dass es jetzt als nächstes eine Abstimmung im Plenum geben wird. Das heißt, das gesamte Europäische Parlament wird über das PNR-Abkommen abstimmen. Das wird am 19. April sein. Und wir haben jetzt die Chance, eben nochmal die Abgeordneten anzurufen, vor allen Dingen von der SPD-Fraktion bzw. S&D-Fraktion, also des gesamten Europäischen Parlaments, und ihnen nochmal klarzumachen, warum Fluggastvorratsdatenspeicherung schlecht ist und warum wir nicht wollen, dass sie dass sie dafür stimmen. Und das ist jetzt die Chance, nochmal bis zum 19. April diese E-Mails zu schicken. Und dafür könnt ihr, wie gesagt, die Webseite benutzen, vor allen Dingen die unentschlossenen bzw. unbekannten Abgeordneten anzurufen. Und was ihr auch machen könnt, wenn ihr ein bisschen mehr Zeit habt, oder was ist denn jetzt meine Maus? Ihr könnt die Webseite unserer französischen Partnerorganisation, also unserer französischen Schwesterorganisation La Quadrature du Net benutzen. Die haben nämlich ein tolles Wiki gebaut, wo man die Abgeordneten aller Länder finden kann. Das ist nicht nur für die Fluggastvorratsdatenspeicherung interessant, sondern natürlich für alle Entscheidungen, die im Europaparlament anstehen. Oder wenn man jemanden sucht aus dem Europaparlament und ihre Kontaktdaten sucht, dann muss man nicht auf diese Webseite des Europäischen Parlaments gehen, sondern man kann hier zum Beispiel aussuchen, dass man alle aus Deutschland anklicken möchte. Irgendwann reagiert es dann auch. Und dann sogar sagen kann, ich möchte nur die 23 deutschen SPD-Abgeordneten sehen, damit ich die direkt durchtelefonieren kann oder ihnen direkt eine E-Mail schreiben kann. Und das ist halt unheimlich praktisch. Kann ich nur empfehlen. Und ihr könnt natürlich auch einfach alle sozialdemokratischen Abgeordneten anschreiben. Das sind auch nur 190, da müsst ihr halt ein paar auf Englisch anschreiben. Und dann könnt ihr zum Beispiel auch aussuchen, dass ihr nur die aus United Kingdom anruft oder anschreibt, weil die gerade viel Stress mit Vorratsdatenspeicherung haben, praktischerweise. Genau. Von daher würde ich mich freuen, wenn ihr euch daran beteiligt, die Vorratsdatenspeicherung unserer Reisedaten zu verhindern und damit eben auch die europäische Reisedaten, Fluggastdatenspeicherung nicht so schlimm zu machen, wie sie möglicherweise werden wird, wenn wir sie nicht verhindern.
Das heißt, ihr findet mehr Informationen unter der Initiative NoPNR auf Twitter oder mit dem Hashtag NoPNR, natürlich auf unserer Kampagnenseite, wo ihr dann eben auch uns die Antworten zurückschicken könnt, die ihr von den Abgeordneten bekommen habt. Und ihr könnt memopol.laquadratur.net.fr benutzen, um weitere Abgeordnete zu finden, bei denen ihr gerne E-Mails schreiben dürft. Und auf nopnr.org findet ihr auch, wenn ihr keine Zeit habt, was selber zu formulieren, noch Formulierungsvorschläge, die ihr einfach nur copy und pasten müsst. Und dann danke. An Sandra. Ja, angesichts der Zeit würde ich sagen, machen wir Fragen und Antworten irgendwie in eine kleinere Runde. Vielen Dank fürs Kommen. Das war unser dritter netzpolitischer Abend. Danke fürs Zuschauen. Der nächste wird in rund 2 Monaten sein. Wir wissen nicht, vielleicht Mitte, Ende Mai, vielleicht Anfang Juni. Ihr werdet es wieder auf unseren Kanälen mitbekommen. Wir sind noch hier. Sprecht uns an, wenn ihr Lust habt, Fragen habt. Und viel Spaß noch und danke fürs Kommen. Ah ja, genau. Was der André hat extra noch eine Spendenbüchse gebastelt mit unserem Aufkleber dran, die da so klimpert. Wenn ihr uns was spenden wollt, geht das natürlich über die Bank oder über so eine Spendenbüchse. Bitte nicht mitnehmen. Danke.